So, meine lieben Freunde, ich habe es gerade geschafft, hier die Karre herzufahren. Oh, ich muss mich beeilen. Ich bin die ganze Zeit gefahren. Und fertig. Alter. Sekunde. So, neue Runde H1Z1. Ihr wisst, es ist so lange geht dieses Let's Play, bis ich einmal King of the Kill war. Und ich weiß immer noch nicht, welche richtige Methode ich nehmen soll. Soll ich hart drauf gehen? Soll ich mich eher zurückhalten und erstmal so früh wie möglich versuchen, in die Safe Zone zu kommen? Da hinten ist ein Polizeiauto. Ah, okay, da versuchen schon andere hinzukommen. Was ja auch immer nicht blöd ist. Weil wenn man einmal so ein Fahrzeug hat, dann... die wollte ich wegwerfen, genau. Ich habe aber noch keinen gehört, der hier weggefahren ist. Da versuche ich mal zum Polizeiauto zu kommen. Wow, der hat gesessen. Ich verstehe es nicht, Leute. Ich verstehe das nicht. Mit dem Gejumpe und dem... Ich verstehe es nicht. Dumme Sau, dumme Sau, dumme Sau. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es beim besten Willen nicht. Nein, nada. Verstehe ich nicht. Kann mal neuer Stoff rein, ey. So eine Scheiße. Fange ich ein Video an, was so kacke nach 2 Minuten endet. Der hat mir gleich in den Schädel gegeben, der Arsch. Ich verstehe das Schussverhalten bei dem Spiel nicht. Echt nicht. Hm. Bah. Leckwit. Bah. Bah. Ah, versuchen wir es nochmal? Nein, komm. Ich mach erstmal den hier. So. Versuche ich lieber nochmal das Jumpe. Ah, es ärgert mich echt dermaßen. Oh. Wirklich, so dermaßen ärgert mich das. Oh, runtergefallen. Fuck. Es muss doch irgendwann mal möglich sein, diese Scheiße zu schaffen. Also ich meine, das mit dem King of the Kill zu sein. Es hat aber auch so unfassbar viel mit Glück zu tun. Kann mir keiner erzählen, dass er immer dieses Spiel spielt und wenn er spielt, dann wird der King of the Kill am Arsch. Ah, oh, fuck, wieder runtergeschmiert. Alter, leck mich doch. Ich wollte doch mal so gern sehen, was dahinter abgeht, aber... Ich habe das Gefühl, 90% meiner Videos... Oh, fuck. ...haben dann hier diesen Modus. Ja, man sieht den Wartemodus. Nein, 90% ist ein bisschen viel, aber... Alter... Jetzt komme ich da gar nicht mehr drauf. Muss ich wahrscheinlich höher gucken. Oder ich mache es einfach so. Zack. Ah. So mit Sprung, Sprung, Sprung. Vielleicht schafft man es mit einem ganz schnellen Dreiersprung. Nee. Nee, weil sie will dann...
Na komm. Ach. Alles scheißegal. Irgendwann. Irgendwann. Und bis jetzt habt ihr mir auch noch gar keine Tipps geschrieben, ihr Arschlöcher. Ihr seid schuld, dass ich es nicht schaffe. Ihr, die das da draußen spielt, ihr müsst mir doch mal was schreiben. Ihr müsst doch mal schreiben, hier, Alex, so und so muss ich machen. Schreibt ihr aber nicht. Fuck. Mindfuckt. Genauso, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Will ich es zu sehr? Aber warum spiele ich sonst das Spiel? Ich verstehe es nicht. Jetzt geht's hier dann auch sofort los. Ich verstehe es nicht, wirklich nicht. Was ich da so krass verkacke. Boom. Bam. Oh. Aber wie weit komme ich noch? Der hat einen coolen... Wie ist denn der da so schnell gerade hingekommen? Der hat einen coolen Move gemacht. Ah, ihr blöden Wichser. Ich will euch alle kaputt machen. 8 Minuten in einem Video, in dem ich mich nur aufrege. So, ich versuche mehr. Nee, zur Kirche nicht. Das Problem kennen wir. Na toll. Na tolle Wurst. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Jetzt bin ich auf dem Dach gelandet. Oh mein Gott, das ist mir aber auch noch nicht passiert. Na tolle Wurst. Oh fuck. Ich bin schon so gut wie hin. Ach, man hat keinen Verbandskasten mehr von Anfang an. Das wusste ich nicht.
Was war denn das? Der macht auf, weiß, dass ich da bin und dreht wieder um. Wie konnte der das denn gerade ahnen? Alter, ich google gleich mal 1Z1 Sheets. Die verarschen einen doch. Der stand doch direkt an der Tür und ich musste gerade nur noch warten. Ich werde wütend. Ich werde richtig wütend. Dieses ganze Entkleiden, Zerreißen und so weiter, das macht ja gar keinen Sinn in der Geschwindigkeit, in der ich krepiere. Mensch, ich wollte immer mal versuchen, hier in den Käfig zu kommen, fällt mir gerade ein, von dem man nur oben reinkommt. Das habe ich noch nicht gemacht. Ah, auch mal wieder was Neues. Anscheinend ist es gar nicht so schwer. Aber da war auch mal einer drin. Ich gehe rein. Muss ich jetzt hier drinnen warten. Blöde Arschlöcher. Ich komme hier nicht mehr raus. Okay, also war auch nicht so schwer hier reinzukommen. Ich verstecke mich hier. Leute, echt. Ich brauche Tipps, ich brauche Tricks, ich muss wissen, was ich hier verkacke. Es sind schon so viele Parts und ich komme und komme nicht weiter. Meistens im Schussgefecht. Im Gefecht kriege ich sofort aufs Maul. Oh, noch 60 Sekunden. Oh, ich raste aus. Ich raste aus. Heute ist Sonntag. Ich habe mal frei. Mein Sohn macht gerade Mittagsschlaf. Ich habe also ein bisschen Zeit, aber nur noch 10 Minuten. Da habe ich gesagt, ich spiele nur so eine Stunde. Dann wecke ich den Lütten. Also wir machen das jetzt hier fertig, ne? Es sind halt dann 17 Minuten noch. Aber, oh. Dann gehe ich ein bisschen Garten nachher. Das Wetter ist ein bisschen düsterer geworden. Es ist nicht mehr so krass Sonne. Schade. Ja, so viel zu meinen Plänen heute. Er hat mich nicht allein gelassen. Hier. Fick dich. Ja, ja, schön, dass du so eine Krone hast. Ich geb dir gleich auf deine Krone, du Nutte. Ah. Letzter Versuch für heute? Oder vorletzter? Weil ich gleich wieder einen Schädel kriege. Waffe, 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 Waffe.
habe mal einen abgeledert. Zu Recht. Verdient habe ich's. Hat der echt versucht, mich gerade mit Pfeil und Bogen zu killen, ne? Ich raste aus. Tut. Von wo ballert der? Fuck. Da hinten. Da oben auf dem Dach. Oh, ja. Ist hier irgendwo ein Aufgang, wo man hoch kann? Achso, wo muss ich überhaupt hin? Oh, scheiße, voll nach Norden. Aha, jetzt haben wir's. Ja, komm, nimm. Zerreißen. Den brauche ich noch. Der hier ist schon. Ne, der ist noch gar nicht so angefickt. Na komm, machen wir. Habe ich wenigstens eine. Hä? Hat er nicht. Ach, da. Oh. Schutz ist Schutz. So, so langsam muss ich hier weg. So, jetzt aber Richtung Norden. Scheiße. Ist der immer noch oben auf dem Dach? Dann soll er da doch krepieren. Oh ja, ich muss Richtung Nordwest. Hier gab es echt schon eine Menge Aggressivität, ne? Da will ich nicht dazugehören. Aber aus dem Gebiet werden einige kommen. So, und jedes Mal, wenn ich so lange laufe, ja, dann schaffe ich es auch eigentlich so unter die Top 30, Top 20. So, wenn ich so dieses erste überbrückt habe. So. Und weiter. Immer umschauen, damit dir keiner auf einmal gegen den Hinterkopf ballert und du weinst. Aber süß, wie er gerade mit Pfeil und Bogen versucht hat, mir eine zu geben. Ich meine, wenn der sitzt, glaube ich, bist du im Arsch. Ich habe noch nie, also ich wurde noch nie von Pfeil und Bogen gekillt. Perfekt. Die nächste City. Dann umlaufen wir die mal. Pleasant Valley.
Wir umlaufen die City, linke Seite, ne, hier so. Und wir versuchen da hinzukommen. Ich muss jetzt nicht unbedingt auf Kriegsfuß mit den Leuten. Ich weiß gar nicht. Doch, Verbandskasten habe ich, okay. Wenn man mal überlegt, wie krass ich am Arsch war. Mit dem vom Gebäude springen, oder war das in der Runde davor? Scheiße, Leute, ich weiß es gerade gar nicht. Es geht schon los. Jetzt lauf einfach, Truller. Lauf, was das Zeug hält. Ich finde ja ein Auto. Das wäre toll. Kommt von da hinten ein Auto? Ich weiß es gerade nicht. Irgendwo da zwischen den Steinen habe ich irgendwas gesehen, aber... Oh. Da oben ist eine Karre. Nee, das ist ein Gabelstapler. Okay, da rechts ballern sie, ist mir auch egal. Da links ballern sie, hier wird gerade hart geballert. Aber ich finde es schade, dass man das gar nicht mehr sieht, wer jetzt so hart gerade abballert. Vielleicht steht hier irgendwo eine Karre. Vielleicht kämpft hier irgendjemand mit einer Karre. Das wär's. Wäre ich schon mal auf der sicheren Seite. Aber hey, ich habe gesagt, ich umlaufe die Stadt. Das tue ich gerade. Alles andere ist erstmal Latte. Ich habe ja bei meinen ersten Versuchen, bin ich auch in dieser Stadt gelandet und da habe ich ja noch überhaupt nichts gecheckt. So, da war es ja, habe ich mit Shadowplay aufgenommen und meine Kamera war ja gleich integriert. Und die war auf der rechten Seite und ich habe nicht gesehen, dass es da einen Kompass gab. Das war ungünstig. So, mal gucken. Ja. Und dann jetzt hier weiter nördlich. Und dabei Ausschau halten nach Gegnern und Autos. Immer wieder. Ey, man ist ja echt so panisch bei dem Drecksspiel, ne? Man ist so panisch. 42 verbleiben. Ich sag's ja, wenn ich einmal anfange zu laufen und ich habe so meine Grundausrüstung und ich kann los, dann ist alles okay, wenn ich in den ersten paar Minuten nicht krepiere. Aber das denkt sich auch jeder der letztverbleibenden 41 hier gerade. Warum haben die das rausgenommen, dass man bei jedem Kill sieht, wer gekillt wurde? Von wem? Das verstehe ich nicht. So, ich will versuchen, bis zu dieser Polizeistation oder was es ist, zu kommen. Ich weiß, kann dieses Symbol nicht zuordnen. Ich weiß nicht. Ich dachte, da wäre einer. Ohne Fahrzeug ist echt kacke. Man hat so viel Raum und Zeit und ist so langsam und die Leute können einen einfach beobachten und verfolgen. Oha. Ich hoffe, das galt nicht mir. Lauf, Vendetta, lauf. Ja, noch ein Feld weiter und dann ein bisschen weiter nach links. Also machen wir mal nord-nordwestlich. Würde ich sehen, wenn da hinten einer runterläuft? Nee, ne? Ich weiß es nicht, wie das mit der Distanz ist. Aber da könnt ihr eh nicht schießen, also von daher ist es egal. Aber ich würde das gerne, also so eine Art Trainingsmodus, wo man ballern kann. Das wäre optimal. Gegen NPCs. Noch weiter. Tschu, tschu. Tschu, tschu.
Oder ist es da oben, diese Militärbasis? Da ist die Straße und an der Straße, wo es hochgeht. Das könnte es echt sein. So, nochmal umschauen. Alles safe. Alles safe. Jedenfalls das, was ich denke. Was ist da oben auf dem Berg? Das Mannequin da. Was war das? Das war kein Mannequin. So, mal gucken. Habt ihr mich gesehen? Okay, er haut ab. Alles gut. Ich muss mich jetzt nicht mit dem unbedingt anlegen. Ist nicht das, was ich möchte. Okay. Ich bin da, wo ich hin wollte, ne? Das ist jetzt... Ja, würde ich sagen. Mal gucken. Da ist das Gebirge, das ist da hinten. Das könnte hinhauen, dass ich hier... Ich könnte die Zeit nochmal nutzen und gucken, ob sie hier irgendwo Ausrüstung noch gelassen haben. Fall, dass hier einer liegt und irgendwo chillt. Okay, ein bisschen Ausrüstung haben wir. Ich habe gerade Steps gehört. Das kann auch meine sein. Was? Pfeil und Bogen. Hier ist auch einer krepiert. Relativ früh, ha? Huh? Komm, gib mir deine Knarre. Aber weil sie cool ist. Vielleicht gewinne ich ja mit einer coolen Knarre. So. Zerreißen wir. Zerreißen wir. Hau rein, mach ordentlich Bandagen. Ich weiß nicht, wie viel ich gerade machen kann. Okay, hier wird schon wieder mies geschossen. Irgendwo da im Wald. Da. Da ist ein Typ. Wie komme ich an den ran? Wenn ich ihn jetzt killen wollen würde. Ich habe schon wieder auf... Okay. Im Scharfschützengewehr. Boom, 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 boom. Ah, schnell Benzin mitgenommen und weg ist er. Oh, noch einer. Jawohl, fightet. Macht euch den Stress. Ich bin noch safe hier.
Aber ich sollte hier vorne achten, dass die Leute, die dann hier in diese Richtung laufen, die wollen doch dann auch erstmal in die Basis. Dass ich die bekomme, die hochrennen. Aber eigentlich, ja, Schuhe habe ich. Ich dachte schon, ich habe keine Schuhe. Na toll. Einstellen. Kommt von da irgendeiner? Aus dem Gebiet. Also unwahrscheinlich ist es nicht, dass die Leute, die von da kommen, hier in die Basis wollen. Und deswegen sollte ich hier nochmal bleiben. Scheiße. Aber hingehockt sein sollte ich auch hier so in der Ecke. Okay. War ganz geil. Also ich liege ja hier sehr, sehr offen. Ne? Das, da hinten ist einer. Da ist einer. Aber der würde so kotzen, wenn ich den rausschießen würde. Da unten ist auch noch einer. Die stressen sich da erstmal. Gucken wir mal da. Da war einer vorhin. Jetzt aber nicht. Ich hoffe ja, dass die sich so stressen, dass ich damit reinholzen kann. Immer noch sicher hier. Arme Feuerwehrmann. Ich würde ja gerne nach seinem Loot gucken. Alter, machen wir jetzt mal. Komm. Alle her. Mehr brauche ich nicht, oder? Na, komm, noch so ein Helm mit. Okay. Okay. Huhuhu. Ziehen wir jetzt durch das Video, Leute. Ja, wie lange es dauert. Den habe ich erwischt, der hat geblutet. Scheiße, da komme ich nicht hoch. Oha. Mein Vor. Kommst du denn rein?
So, mal wieder auf die andere Seite. Alles cool noch. 11 verbleibende, 2 Kills. Uts, uts. Und einem ganz schön den Kopf gegeben. Naja. Er ist leider weggefahren, aber ich habe ihn getroffen. So langsam wird's mit dem Schießen. Aber man muss mir auch die Chance geben, zu treffen. Ist da einer im Wald? Echt Schiss hier oben. Aber lieber bin ich ein bisschen erhöht, als die Gegner vielleicht, die hier unten langrennen. Aber die Steps habe ich doch zum Beispiel gar nicht so richtig krass wahrgenommen, als der hier unten lang lief. Das war echt übel. Nee. Alles noch safe, alles noch safe. Ich habe noch eine gute Position. Okay, jetzt muss ich nur noch hoffen, dass keiner nah rankommt. Hallo, letzte Runde. Ich komme gleich. Oh Gott, ich überziehe. Da ist wieder einer. Jetzt einfach nur hoffen, dass meine Schüsse sitzen. Der sitzt ja schön in seiner Fahrerkabine. Safe. Ich habe genug Bandagen. Ich bin immer noch safe. Da habe ich Lack.
Leute. Gute Position, Schlachterposition, ich weiß es nicht. Kann man hier was sehen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Oh fuck. Du blöde Drecksau! 92. Warum habe ich nicht gewartet, bis er drin ist und dann sicher? Fuck, Leute. Aber es war schon wieder so, flatter, flatter, ich bin kacke. Oh. Ja, meine lieben Freunde, war mal wieder so eine tolle, heiße Runde. Es ist, wie es ist. Hat mal wieder nicht hingehauen. Aber vielleicht im nächsten Part von King of the Kill. Ich gehe jetzt erstmal in den Garten, wie ich es im Part vor fast einer Stunde gesagt habe. Ich wünsche euch was, haut rein und bis dann. Ciao, ciao.